Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Heute seht ihr uns mal anders. Göttlich. Ja, genau. Ohne schwarze Hemden und vor einer Tafel, nicht auf dem Computerbildschirm. Und warum sind wir heute hier? Das ist ein Grund. Denn heute erklären wir euch nicht ein neues Thema, sondern mal eine Aufgabe ganz genau. Genau. Gut aufgepasst. Hier kommt die Aufgabe. Legt man ein Koordinatensystem, Längeneinheit 1 Meter, über ein ebenes Gelände, so befindet sich der Fußpunkt eines gerade gewachsenen Baumes im Punkt F, minus 1, 5, 0, haben die Sonnenstrahlen die Richtung Vektor V ist gleich 1, minus 1, minus 3, so wirft die Spitze des Baumes ihren Schatten auf den Punkt S', 2, 2, 0, bestimmen die Höhe des Baumes. Um ein bisschen in das Thema reinzukommen, gehen wir jetzt mal raus aus dem Klassenzimmer in die Natur. Wir haben neben uns einen Baum. Und jetzt überlegen wir uns mal etwas genauer, was haben wir in der Aufgabe eigentlich gegeben. Wir haben den Fußpunkt des Baumes, das wäre sozusagen dort, wo der Stamm hier in den Boden übergeht. Wir hätten irgendwo auf der Fläche vor mir einen Schattenpunkt. Blöd, es ist heute bewölkt, sonst hätten wir uns das Ganze auch anschauen können. Und ganz oben die Spitze des Baumes. Das ist der Punkt, der uns ja die Höhe des Baumes angeht und den haben wir nicht. Den sollen wir berechnen. Was wir noch wissen, wir wissen, dass die Sonnenstrahlen, wenn sie jetzt da wären, von der Spitze des Baumes mit diesem eben genannten Vektor V auf den Boden treffen, also irgendwie hier sozusagen eine Sonnenstrahlgerade verläuft. Ihr seht jetzt, das ist ganz schön mit der Natur und alles, aber hier kann man sich es nur schwer vorstellen. So, draußen war mir teilweise ein bisschen chaotisch, deswegen mal hier leichter als Modell. Wir haben hier als Taschenlampe die Sonne, hier unseren Baum. Eine einfache Stativstange reicht aus mit der Spitze des Baums, die wir berechnen müssen, mit dem Fußpunkt unten und hier mit dem Schattenpunkt S'. So, die Sonnenstrahlen kann man jetzt leider nicht sehen. Deswegen denken wir mal, dieser Stab, das wäre ein Sonnenstrahl. Er startet hier bei der Taschenlampe, geht hier. Wir nehmen jetzt genau den, der die Spitze des Baums trifft und hier dann weiter verläuft. Bis zum Schattenpunkt. So, und ihr seht selber, das ist auch noch ein bisschen ungenau, aber ihr seht schön, das spielt sich alles in einer Ebene ab. Deswegen können wir eine ganz schöne 2D-Skizze machen und die gucken wir uns jetzt an der Tafel an. So, wir sind jetzt wieder hier vor der Tafel, weil jetzt sind wir auch zu zweit, weil jetzt geht es richtig ans Eingemachte. Hier ist die Skizze. Gut. Wir haben jetzt bewusst eine zweidimensionale Skizze gemacht, obwohl wir ja im dreidimensionalen befinden, weil man kann im zweidimensionalen vieles, was solche Verhältnisse von irgendwelchen Strahlen angeht, irgendwelche Punkte, die irgendwo entstehen, weil irgendwo ein anderer Punkt geschnitten wird, das kann man im zweidimensionalen viel besser darstellen als im dreidimensionalen. Also auch Tipp an euch, setzt in Zukunft lieber auf so eine Art Skizze, das bringt euch meistens weiter. Was haben wir alles? Wir haben unseren Baum, von dem ist bekannt der Fußpunkt, minus 1, 5, 0. Wir haben die Sonnenstrahlen, die auf die Spitze des Baumes treffen und dann einen Schatten auf den Boden werfen. Das wäre hier dieser Bereich. Und wir wissen, dass sich die Spitze des Baumes, der Schatten der Spitze, am Punkt 220 befindet. Das haben wir eingezeichnet. Und was wir auch noch wissen, die Sonnenstrahlen haben die Richtung 1, minus 1, minus 3. Das ist als roter Pfeil dargestellt. Ganz wichtig aber, das ist mitnichten der Vektor, der als Pfeil diese komplette Strecke abdecken würde, sondern der gibt wirklich nur die Richtung von dem Gelben an. Deswegen füllt er hier nur einen Teil aus. Ja, und was suchen wir jetzt? Ja, wir suchen die Höhe des Baums. Und wenn ich sage Höhe des Baums, dann hat es ja auch irgendwas mit der Spitze zu tun. Ich zeichne dir mal kurz den Punkt ein. Hier oben ist S, die Spitze des Baums. Und jetzt müssen wir mal überlegen, die Höhe, dann interessiert uns die x3-Koordinate, weil die gibt ja die Höhe an. Wir sehen hier unten auch, bei dem Fußpunkt des Baums, der die x1-Koordinate minus 1, die x2-Koordinate 5 und die x3-Koordinate, die Höhe des Fußpunkts, ist 0, 0 Meter, unten am Boden. Das heißt, jetzt seht ihr auch schon, von der Spitze wissen wir ziemlich viel. Wir wissen nämlich, die x1- und x2-Koordinate muss ja genau gleich sein wie beim Fußpunkt. Nur die Höhe, die wissen wir nicht, die wollen wir jetzt haben. Ich schreibe es mal auf. Wollen wir jetzt berechnen. So, wenn wir jetzt anfangen wollen, das auszurechnen, haben wir momentan noch ein bisschen das Problem,
Wir haben drei Punkte. Wir haben einen Vektor, der als Pfeil dargestellt zwar ein bisschen was aussagt, aber wir haben noch nicht wirklich eine Grundlage, mit der wir arbeiten können. Das können wir, sobald wir irgendwelche Ebenen oder Geraden haben, irgendwas schneiden lassen können. Eine Ebene macht jetzt hier nicht viel Sinn, aber eine Gerade macht durchaus Sinn. Denn eine Gerade ist ja recht deutlich zu sehen. Welche denn? Naja, hier sieht man deutlich die gelbe, der Sonnenstrahl. Und da haben wir ja einen Punkt und einen Pfeil. Das heißt, wir haben einen Schutzvektor und einen Richtungsvektor. Damit können wir die Gerade, nennen wir sie mal klein g, aufstellen. Das könnt ihr auch. Probiert es mal selber. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, wir kriegen also die Gerade g groß x gleich 2, 2, 0 plus t mal 1 minus 1 minus 3. Und das ist jetzt die Parameterdarstellung der Geraden, die hier unsere Sonnenstrahlen beschreibt. Aber wie gehen wir weiter fort? Herr Kollege, Sie müssen mal abtauchen, bitte. Denn ich brauche diese Skizze hier. Denn unser Punkt S, den wir ja bestimmen wollen, der muss irgendwo auf dieser Geraden liegen. Das heißt, S können wir hier einsetzen. Für x ist das ja ein Platzhalter. Ich mache das mal. Dürfen. Ach. Aber was ist denn? Ja, ich habe noch eine Frage dazu. Und zwar, ist schön und gut, sowas haben wir früher auch gemacht. Das T könnten wir jetzt ja bestimmen, aber ich habe ein bisschen ein Problem mit dem H. Ach, weil, Kollege, das ist doch ganz einfach. Wir können jede Zeile hier als einzelne Gleichung betrachten. Wie viele Gleichungen haben wir dann? Drei Gleichungen. Und in zwei gibt es kein H und in einem gibt es ein H. Richtig, und in zwei oberen gibt es ein T. Das heißt, unser T können wir eindeutig bestimmen. Wir können sogar noch eine Probe machen, das passt. Na, dann würde ich mal sagen, ihr probiert das Ganze. Wir zeigen euch die Lösung in 3, 2, 1. So, die erste Zeile lautet ja minus 1 ist 2 plus T. Kann man direkt umformen, habt ihr sicher hingekriegt. T ist minus 3. Die zweite Gleichung ist 5 ist 2 minus T. Kriegt man auch direkt raus. T ist minus 3. Das passt. Wunderbar. Und eine dritte Zeile steht ja im Endeffekt H ist 0 minus 3T. Also H ist einfach T mal minus 2. Ja, Herr Thein, Sie können es auch gerne wieder ins Bild kommen. Ja, denn im Prinzip haben wir das Ganze jetzt auch schon. Denn wir haben den Zusammenhang von H und T. Es sind aber keine zwei Unbekannten. T haben wir eindeutig schon als minus 3 bestimmt. Wir setzen also für T jetzt einfach minus 3 ein. Und dann erhalten wir unser H, nämlich minus 3 mal minus 3 ist 9. Und wir erinnern uns, H war die x3-Koordinate unserer Spitze. Und das ist dann genau der uns fehlende Höhenunterschied vom Boden bis zur Spitze. Und der ist 9. Das ist das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist ein Antwortsatz. So, und ganz magisch ist er hier aufgetaucht, unser Antwortsatz. Der Baum ist 9 Meter hoch. Gut, das war's jetzt soweit zu dieser Aufgabe. Ich hoffe, euch ist klar geworden, wie man das Ganze lösen kann. Vor allem, was für Gedanken man sich machen kann, um aus einer Problemstellung, die man erstmal hat, eine sauber gelöste Aufgabe zu machen. Tschüss, macht's gut. Ciao.